natürlich nichts passieren. Einmal den Ableger hier auf dem Dach. Der zweite Ablegerstand. Und jetzt machen wir hier mal schon die Folie auf. Man sieht, da ist noch genug Futter und alles da. Klar, jetzt fliegen sie ein bisschen rum. Aber man sieht, denen geht's gut. Der ist auch gut propolisiert hier. Aber jetzt machen wir gleich wieder zu. Futter haben die. Da. Kompletter Futterteig drin. So. Und dann ist das gut. Hier ist kein Futtermangel vorhanden. Alles in Ordnung. Machen wir zu. So. Upp. Machen wir hier wieder zu. So, Moment. An den nächsten. Da sind viele Flugbienen abgeflogen, so wie es aussieht. Da ist nämlich nicht viel los. Bisschen was, ja. Also es macht jetzt nichts, wenn man die aufmacht. Das ist wunderbar, das ist okay. Hier habe ich eine Mittelwand reingesetzt, die ziehe ich jetzt mal schnell raus. Dass sich überhaupt noch entfernen lässt. Boah, Leute. So. Das sieht man, so viel los ist da jetzt nicht. Ich mache, also ich habe hier, man sieht, voll verdeckelt, ja. Das ist die letzte Brutwabe, die sie jetzt im Moment haben. Es macht jetzt nichts aus, wenn die im Regen aufgemacht werden. Da hat es auch überall Stifte, sieht man. Also muss aufpassen, wenn ich sie umdrehe, dass man die nicht versehentlich quetscht. Jawohl, Stifte. Jetzt kommt die wieder genauso rein, wie sie drin war. Und dann machen wir da wieder zu. Man sieht hier, verdeckelt. Aber ein bisschen schwach. Schwach auf der Brust. Und auch hier. Da haben wir Futtereintrag. Durch den Futterteig hier unten. Es scheint aber okay zu sein. Viel ist es nicht. 3 bis 4 Waben ist für ein Volk relativ schwach. Da sie aber bauen ist, aber trotzdem alles okay. Alles 2, 3 Waben besetzt mit Bienen. 3,5. Die Futterwabe kommt noch dazu. Ja, Leute. Machen wir da auch wieder zu. So. Weil jetzt wird es gleich anfangen zu gewittern. Und da möchte ich hier nicht mehr in der Nähe eines Blitzableiters sein. Die hier unten übrigens durchlaufen. Und wo ich mich die ganze Zeit schon frage, ob das ein Problem wird. Glaube ich aber mal nicht. Da auch ein paar Bienen. Da hegen wir jetzt hin. Der hier 8 Waben besetzt. Der hier bestenfalls 3,5. Und die wurden alle beide. Okay, der wurde am 6. gebildet. Ja, ich glaube, das haut hin. 6. Juni. Und der hier am 30. 29. Mai. Bienenflug bei Ableger 5. Der braucht bald einen zweiten Raum, kann ich die Futtertasche nach oben hängen. Irre, wie die fliegen. Irre, schön, ja. Und hier, da ist nicht so viel los. Das Flugloch aber auch sehr stark eingeengt, wächst auch über Reihgefahr. Da ist auch wirklich fast nur die Hälfte von dem ganzen Ding voll. Ja, da schauen wir mal, wie die sich entwickelt. Futter haben die ja genug, also keiner kann den anderen räubern. Das geht gar nicht, weil die ja beide dieselbe Menge Futterteig haben. So, und jetzt habe ich hier unten einfach nochmal 2 Paletten aufeinander gelegt, weil es doch schon extrem feucht ist, wenn die so nah unten am Boden stehen. Und dann haben die ihre Ruhe. Und da sieht man eine Drohne rumfliegen. Da war eine, ja genau, da.
die noch jetzt macht, was die jetzt noch mit Drohnen will. Oh Leute, schau her. Schön. Also beide sind Weißel, richtig. Bei beiden ist eine Königin drin, ist ja eh klar. Die hat also den Transport überlebt. Ja. Schauen wir mal, wie sich der Stand entwickelt. Ganz schlecht scheint er nicht zu sein. Pollen ist ja genug, vorhanden. Ich decke jetzt damit quasi auch die Südstadt ab. Und ich sehe bis raus auf die Felder. Da hinten. Ja. Und wenn es da Raps gibt, dann habe ich vielleicht hier tatsächlich dann Rapshonig. Ja. Das ist ein schöner Bienenflug, trotzdem wir gerade 19 Grad haben. Ja. Und auch hier. Polleneintrag heißt Weißelrichtigkeit. So. Und die sind total friedlich. Ich habe sie gerade aufgemacht, dran gearbeitet, hat wunderbar funktioniert. Und man sieht, da ist nichts, was irgendwie eindringt oder sowas. Die sind halt einfach ein bisschen schwächer, weil die ganzen Flugbienen weggeflogen sind oder einfach dementsprechend die Altbienen abgestorben sind. Und das, was jetzt noch übrig ist, ist das, was quasi, was jetzt dementsprechend noch geschlüpft ist, schon von dem Brutsatz, den man den Ablegern mitgegeben hat. Ja. Hier habe ich Paletten, die kann ich aufeinander stellen. Da habe ich mehrere solche da, habe ich zwei Stück. Also die mittlere jetzt. Und die stelle ich dann auch übereinander und habe dann dementsprechend eine luftige Aufstellung für die Tiere, dass die unten drunter keine Feuchtigkeit sich sammelt. Weil ich glaube, wenn da unten immer der Boden feucht ist, ist das glaube ich nicht so toll. Und bei den alten Beuten, ja, stehen sie ein bisschen vom Boden weg, das ist auch okay. So.